Reitfreunde, lieber Lothar, lieber Heiner, lieber Max, liebe Ehrengäste, danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass Sie mir zuhören und danke, dass ich Ihnen heute meine Positionen und Ideen darlegen darf. Sie oder einige werden sich bestimmt gefragt haben, warum tritt jetzt dieser Benjamin Zeidler hier an? Warum kommt einer, der zwar in Weiden lebt, aber in Millena aufgewachsen ist, auf die Idee, in Weiden Oberbürgermeisterkandidat zu werden? Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne will ich Ihnen die Punkte nennen, die mich bewogen hat, diesen Schritt zu gehen. Diesen Schritt zu gehen, Oberbürgermeisterkandidat in Weiden zu werden. Ich bin in Weiden geboren und hatte mein ganzes Leben Bezug zu Weiden. Meine Mama ist zum Beispiel 47 Jahre im Klinikum Kinderkrankenschwester, ist arbeitet immer noch dort, also ist nicht nach 45 Jahren gegangen. Deswegen waren wir immer in Weiden und mittlerweile bin ich mit meiner Lebensgefährtin wieder in Weiden, im Herzen Weiden angekommen. Ich muss sagen, Weiden ist zu meiner ersten Heimat geworden. Ein zweiter Punkt ist wichtig. Egal wo man wohnt, ob in Wernberg, in Tirschenreu oder in Fronstrauß, oder in den Bürgermeisterkreis des Fronstrauß, egal wo man wohnt in dieser Region, weiß man, dass Weiden der Schlüssel ist für die Nordrhein-Pfalz. Weiden ist der Schlüssel für die ganze Region. Weiden ist Einkaufsmagnet, Weiden ist Wirtschaftsmagnet, Weiden ist Flaniermeile, Weiden ist kulturelles Zentrum. Wenn Weiden läuft, läuft die Region. Aber, und das ist der dritte Grund, und der treibt mich um, der macht mich wahnsinnig. Ich glaube, Sie haben auch das Gefühl, dass dieser Motor Weiden gerade ein bisschen schlottert. Dass der Motor Weiden gerade nicht rundläuft. Dass der Motor Weiden gerade nicht nur aktuell, sondern die letzten Jahre nicht rundläuft. Wir haben keine Gewerbeflächen. Wir haben kaum Wohnbebauungsmöglichkeiten. Meine Freunde wohnen jetzt in Taisei, in Etzenricht oder Schimmitz weiß das aus, wo sie heute 100 Interessenten haben. In Weiden, wenn man bauen will, kaum eine Möglichkeit. Wir haben die Schuldebatten. Wir haben es gerade schon gehört. Es verunsichert die Leute. Die Anmeldezahlen bei den Realschulen gehen zurück. Das wird uns auch dauerhaft schaden, diese Diskussion, wenn wir nur reden und keine Lösungen haben. Wir müssen wieder anpacken und Lösungen machen und nicht nur reden. Wir haben Digitalisierung, sind wir immer noch in den Anfangsschuhen. Unsere Homepage, nur mal ein Blick auf die Homepage von Weiden, zeigt, in welchem Zustand wir sind. 12 Jahre wurde diese nicht erneuert. Und natürlich auch, ich glaube, es geht jedem von Ihnen so, natürlich geht es auch um die Verwaltung. Die Verwaltung, hört man immer wieder, da funktioniert was nicht. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verwaltung in Weiden ist doch nicht anders als die Verwaltung in Neustadt oder in Schwandorf. Die funktioniert doch nicht besser oder schlechter. Und ich bin auch überzeugt, dass da drin genauso tüchtige und fleißige Leute sitzen wie in anderen Verwaltungen. Das heißt, wenn da was nicht funktioniert, dann liegt es nicht an den Leuten, sondern dann liegt es an der Spitze. Und wir brauchen aber wieder eine Spitze, die eine verlässliche Politik für den Bürger macht und eine verlässliche Verwaltung bietet. Und wenn man das habe ich Ihnen jetzt die Punkte genannt, die nicht laufen. Aber das sind genau die Gründe, die sagen, die motivieren mich hier anzutreten. Weil ich bin mir sicher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das geht Ihnen genauso. Ich sage Ihnen, Weiden kann mehr. Weiden kann viel mehr. Und dafür brauchen wir ein Ziel, eine Vision. Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wo stehen wir 2030? Und wenn ich hier in den Raum reinfrage, wissen Sie, wo Weiden 2030 steht, 2040? Wo ist gerade die Vision? Also ich kenne keine. Und wenn man eine solche Vision entwickeln will, und das will ich mit Ihnen, braucht man ein Fundament, ein starkes Fundament. Und dieses Fundament ist letztlich auch der Spitzenkandidat, der diese Vision dann umsetzen muss, mit seinem Team zusammen. Und um so eine Vision umzusetzen, braucht es drei Dinge. Durchsetzungskraft,
Heimatverbundenheit, Zukunftsorientierung. Durchsetzungskraft musste ich in meinem Leben schon einige Male beweisen. Ich habe in Regensburg und in Prag studiert, meine Doktorarbeit in Regensburg geschrieben. Danach war ich im Geschichtspark Bernau, vielleicht war der eine oder andere von denen schon mal dort. Wir haben auf der grünen Wiese haben wir quasi 6,6 Hektar eines der größten Freilandmuseen Deutschlands errichtet. Und ich war dort nicht nur Bauleiter, Betriebsleiter, sondern ich war auch Fördermittelorganisator. Wir haben dort 4,8 Millionen Fördermittel verbaut. Und letztlich, Sie sehen es in den Zeitungen, in den Medien, der funktioniert immer noch sehr, sehr gut und das freut mich. Und dann dachte ich, wie so viele junge Menschen, gehen wir mal raus in die große Stadt. München muss das sein. Dann war ich in München Kommunikations- und Unternehmensberater, wir haben große Firmen beraten. Ich war bei der Messe München, wir haben dort beraten beim S-Bahn-Anschluss, beim Flughafen München oder einem meiner schöneren Jobs. Ich war am Hirschgarten, der größte Biergarten Bayerns. Und Sie werden nicht denken, was der für ein Problem hatte. Der hatte ein Lärmproblem. Und am Schluss, wo ich da tätig war, bin ich mit dem Anwohner, der am meisten Probleme hatte mit dem Hirschgarten, im Hirschgarten gesessen und hatte immer was getrunken. Ich glaube, so lösen wir heute noch Probleme und nicht über den Rechtsanwalt. Zu lang und ich kann Ihnen auch ehrlich sagen, warum, weil ich wollte wieder heim. Und mich hat es heimgetrieben, dann bin ich nach Bayern gekommen und beruflich zum Learning Campus. Dort bin ich Gesellschafter und Geschäftsführer, wir sind 80 Mitarbeiter, kümmern uns um soziale Themen, den Waldkindergarten in Weiden betreiben wir zum Beispiel, wir betreiben Schulen, auch in Weiden Ganztagsschulen, wir machen Jugendhilfe in der ganzen Region, wir sind also tätig im sozialen Bereich. Und ein Thema nur beispielhaft wieder mit dem Zustand dieser Stadt. Jeder erinnert sich an Meet No Speed. Meet No Speed war ein Riesenthema in der Presse. Dann haben wir bei Learning Campus gesagt, wir machen es. Finanziell relativ überschaubar, wir hätten es hinbekommen, locker. Es wird jetzt immer noch so laufen, wie es vorher lief. Was war? Sie haben gesagt, nee, ist nach der Statuten drin, die kümmern sich drum. Und was war? Wir haben ein halbes Jahr nichts mehr gehört, das Thema ist verschwunden. Und das ist eine Katastrophe, weil genau dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema und hätte weiterhin in der Öffentlichkeit so präsent gehört. Dass eine SPD-geführte Stadtregierung gerade im sozialen Bereich nicht in der Lage ist, erfolgreiche Politik zu machen. Und ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir vom Wahlkampf diese sozialen Themen greifen. Und Durchsetzungskraft allein reicht nicht. Ich sage, man muss heimatverbunden sein. Und ich war immer mit meiner Heimat verbunden. Ich war immer aktiv, ich war engagiert in Vereinen, in der CSU. Bin seit rund 20 Jahren CSU-Mitglied. Bin jetzt auch aktuell CSU-Bezirksvorstand mit Adel Fürth, unserem Finanzminister, zusammen als Bezirksvorsitzender. Bin Vorsitzender der Mittelstandsunion in der Oberpfalz. Dort kommen die ganzen Unternehmen zusammen und wir kämpfen für mittelständische Interessen, weil im Kern der Mittelstand die Familienunternehmen der Motor sind, nicht nur bei uns in Weiden, sondern in der ganzen Region. Und darüber hinaus, als Drittes, bin ich gerade auch frisch gewählt in den CSU-Kreisverstand Weiden gekommen, wo ich mich natürlich genauso einbringen will, was mich freut, dass ich da dabei sein darf. Und wenn man politisch und heimatverbunden ist, dann muss man auch Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt, kommunalpolitisch Verantwortung zu übernehmen. Ich bin 17 Jahre mittlerweile Kommunalpolitiker. Ich wurde mit 20 in den Gemeinderat Glößberg damals gewählt, mit den zweitbesten Ergebnissen nach dem Bürgermeister. Ich wurde dann auch in den Kreistag gewählt. Ich war auch zweiter Bürgermeister schon 6 Jahre lang. Das heißt, ich weiß, wie Verwaltung funktioniert, ich weiß, wie Politik funktioniert. Und der dritte, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich weiß, wie Wahlkämpfe funktionieren. Wir haben mittlerweile bestimmt schon zig Wahlkämpfe gemacht, ich teilweise als Leiter für andere, teilweise für mich selbst. Und Wahlkämpfe haben sich geändert. Ich glaube, auch hier im Saal gibt es einige, die sagen, die Messe ist gelesen, das wird der Jens Meyer, das ist Schrumpf. Und ich sage Ihnen nein, weil man heutzutage, wenn man eine Umfrage am einen Tag kriegt, die am nächsten Tag ganz anders sein kann. Und das liegt am Kandidaten. Das liegt am Kandidaten, das liegt am Team, an den Inhalten, aber eben auch am Wahlkampf. Und Wahlkampf, ich glaube, da können wir der SPD nur zeigen, dass es möglich ist.
Und diese Heimatverbundenheit, das lebe ich, bin Wagner mit Herzblut, ich bin heimatverbunden, ich bin durchsetzungsstark, aber ich möchte auch zukunftsorientiert sein. Ich möchte auch Wagner voranbringen. Da steht an erster Stelle, ich möchte ein bürgerfreundliches Wagner haben. Ich möchte, dass wir in Wagner vom Bürger her denken, nicht von der Verwaltung oder der Zuständigkeit oder was auch immer. Ich möchte, dass Prozesse, Abläufe so laufen, dass der Bürger das bestmögliche und schnellstmögliche Ergebnis kriegt. Und das gehört natürlich und da muss man reinschauen, muss man es organisieren, muss man strukturieren. Und ein Beispiel nur sagen, wir brauchen in Weiden schneller Baurecht. Es kann nicht sein, dass wir 6 bis 7 Monate für Baugenehmigungen brauchen. Wenn es an Personal liegt, müssen wir Personal einstellen, wenn es zu wenig ist. Wenn es an den Strukturen liegt, müssen wir sie ändern. Aber das muss von der Spitze her kommen. Man darf nicht warten, dass es von selbst kommt. Und das müssen wir machen. Ich will aber auch ein ökologisches Wein. Wir können doch nicht so tun, dass sich die Welt nicht verändert. Wir müssen auch das wahrnehmen, dass den Menschen, das wichtig ist, aber ich auch aus meiner Überzeugung sage, wir müssen für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit was tun. Und das ist nicht nur die Bundesregierung gefordert, sondern da ist im Wesentlichen auch die Kommune gefordert, weil die größten Hebel. Das Fahrradthema ist zum Beispiel, läuft so mit, da kann man enorm viel mehr machen. Man kann bei Elektromobilität, Carsharing, das ist jetzt haben wir ein Auto, das ist alles viel zu langsam. Wir müssen da schneller werden und besser werden. Ich möchte drittens, dass Weiden auch wieder eine wirtschaftsfreundliche Stadt ist. Dazu gehört, dass man Gewerbeflächen hat. Das Gewerbegebiet West ist Chefsache. Das kann nicht sein, dass wir in der Stadtratssitzung jetzt aktuell wieder, es wird dann wieder verschoben, wieder sind 4 Wochen rum, wieder 4 Wochen rum. Das Thema muss an erster Stelle sein und muss umgesetzt werden. Planungsprozesse dauern. Und da sie dauern, darf man das nicht auf unserem Überleitungsfahrer verschieben, sondern muss man sie einfach umsetzen. Und Wirtschaftsförderung heißt auch, und da bin ich mit Heiner absolut einer Meinung, der erste Wirtschaftsförderer in der Stadt ist der OB, und zwar von früh bis spät. Und wir müssen von früh bis spät mit unseren Unternehmen in Kontakt sein und schauen, dass nicht, dass wir ihnen nach dem Mund reden, aber dass sie zumindest Rahmenbedingungen haben, wo sie gut wirtschaften können. Und ein weiteres Thema, das mir wichtig ist, möchte, dass Weiden eine moderne Stadt ist. Ich möchte, dass wir Themen wie Digitalisierung, autonomes Fahren, nicht einfach nur mitmachen, sondern vorantreiben, und zwar vorantreiben in Deutschland. Ein neuer Technologieatlas ist rausgekommen, Regensburg ist am Platz 15, Weiden ist am Platz 330. Der Punkt ist der, diese Statistiken kann man immer was bewegen. Aber wir haben die große Chance, weil wir Unternehmen hier haben, die bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Die müssen wir fördern, unterstützen und pushen und nicht behindern und blockieren. Wir müssen die vorantreiben und motivieren und alles Mögliche tun, auch selber Geld in die Hand nehmen, um die zu unterstützen. Ich will das Wein in moderne Stadt. Und zu guter Letzt will ich das Wein in prosperierende Stadt. Ich will das Wein aktive Immobilienpolitik. Aktive Immobilienpolitik heißt, dass wir Brachflächen aktiv angehen, dass wir Wohngebiete entwickeln, dass wir wieder auch verbrannte Erde, wo man sagt, da geht nichts mehr, wieder anpacken können. Und das will ich ganz ehrlich als erstes auch anpacken, weil ich glaube, ich habe die nötige Innensicht, dass ich die Probleme auch kenne, aber als neuer Außenstehender kann man vielleicht auch wieder bei Null anfangen. Kann man wieder Gespräche auf eine Ebene führen, die eine Sachebene ist, wo die Emotionen weg sind, die vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind, zwischen den einzelnen Akteuren. Und dann setzt man sich an den Tisch und dann findet man Lösungen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir diese Punkte mit aufnehmen. Und natürlich können wir jetzt diese Aufzählung weiterführen. Das Klinikum, wird schon viel drüber gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Die Schulen, die Kindergärten. Wie gesagt, ich komme aus dem Bereich. Aber nicht nur ich möchte Themen vorgeben, wenn ich hier Kandidat sein darf, sondern ich möchte reinhören zu Ihnen. Ich möchte hören, was Sie an Impulsen geben. Ich möchte, dass Sie sich einbringen, damit wir dann gemeinsam auch diese Ideen wieder nach außen vertreten. Und diese Mitglieder, dass wir die mitnehmen, das zeigen wir jetzt gerade in diesem Mitgliedervotum, das wir haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde das klasse.
Ich finde super, dass wir heute in dieser Runde beisammen sitzen, dass sie ihr Interesse wecken, dass sich Menschen hier engagieren und dass alle sagen, wenn es interessiert uns, da bringen wir uns mit ein. Ich spüre den Aufbruch. Auf mich kommen die Leute zu und sagen, ich kann nicht Mitglied werden in dieser CSU. Ich möchte dich unterstützen, ich möchte dabei sein. Das ist eine super Entwicklung und diesen Aufbruch müssen wir mitnehmen in den Wahlkampf. Wir müssen gemeinsam, müssen wir marschieren mit drei Dingen. Ein Spitzenkandidat, den wir nach dieser Abstimmung auch beschlossen unterstützen, egal wie das Ergebnis ausgeht. Das müssen wir als Partei auch wieder schaffen. Dann will ich ein Feuerwerk an Ideen, das wir den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren vorbei, was wir als CSU anders und besser machen. Das ist der zweite und das dritte natürlich gehört dazu auch ein Spitzenteam aus Kandidaten und Kandidatinnen, die letztlich die Stadtratsliste und das Gesicht auch der Mannschaft sind. Und wenn wir diesen Aufbruch mitnehmen, dann wird mir nicht bang, dass Main nicht nur mehr kann, sondern dass wir auch mehr erreichen. Denn ich will wieder zurückkommen zu der Zeit, wo eine Max-Reger-Halle entstanden ist, eine Thermenwelt, die A93 gebaut wurde, wo letztlich hier die Stadtspitze in Bayern harmoniert hat mit der Spitze in Bayern und der Spitze im Bund. Ich möchte auch mein Netzwerk einbringen. Ich habe, wie gesagt, der Albert Fürhatter oder auch der Verkehrsminister zum Beispiel, Hansi Eichert, ist ein guter Freund von mir. Das kann man nutzen. Aber ich will nicht nur dieses Netzwerk nach oben, diesen Erfolg, den wir damals hatten, diesen Stolz, den wir als CSU hatten, nicht nur den will ich wieder erreichen. Ich will auch, dass wir gemeinsam auch agieren, auch in der Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sicherlich ist Weiden der Schlüssel. Ohne Weiden ist die Region nichts. Aber ohne die Landkreise funktioniert Weiden auch nicht. Und dafür stehe ich ein, dass wir mit hoffentlich einem wiedergewählten Andi Meier, den ich seit Jahrzehnten kenne, und hoffentlich einem gewählten Landrat Roland Grillmeier, das ein guter Freund von mir ist, dann gemeinsam die Region voranbringen. Stellen Sie sich das vor. Überall CSUler, die nach oben und an die Seite agieren. Und ein drittes ist wichtig. Nicht nur verbinden in der Region, auch verbinden im Weiden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat der CSU noch nie gut getan, wenn sie sich in mehrere Lager verteilt hat. Und es gibt nicht immer offensichtliche Lager, aber es gibt eins, das offensichtlich ist. Wir haben hier ein bürgerliches Lager, das sich in mehrere Lager aufteilt. Ich möchte dieses Lager wieder vereinen. Ich stehe dafür ein, dass wir mit der Bürgerliste zusammen marschieren und erfolgreich sind. Weil ich glaube, dass wir nur so gemeinsam Erfolg haben werden. Dass wir nur so auch gewinnen werden. Möchte ich dann auch eine Partei haben, die hart in der Sache ringt, die kritisch ist, die kämpft, die sich auch mal die Meinung ins Gesicht sagt. Nach innen, aber nach außen steht geschlossen wie eine Bastion. Nach außen steht wie eine Wand. Weil das ist das Entscheidende, dass wir dann als gemeinsame starke Kraft nicht nur im Wahlkampf auftreten, sondern dann auch im Wahlkampf. Und genau deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, und dafür würde ich gerne Ihr Oberbürgermeisterkandidat sein, weil ich überzeugt bin, Weiden kann mehr. Zettel ein mit den Fragen an die Kandidaten. Da gehen zwei Kollegen.